Man sieht Produkte, GoPro, GoPro, iShocks. Deshalb blende ich sicherheitshalber oben Werbevideo ein, das Garantie gibt von YouTube. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich möchte euch heute ein bisschen was über das Filmen am Motorrad erzählen. Es gibt einige wichtige Sachen, die es zu beachten gilt. Ich habe auch aus meinen Fehlern lernen müssen. Am Anfang haben meine Videos so ausgesehen. Also fangen wir an. Ich filme seit 4 Jahren auf dem Motorrad, also seit ich Motorrad fahre in dem Sinn. Und habe am Anfang auch den Fehler gemacht. Ich habe eine Kameraposition gewählt. Ich hatte damals nur eine Kamera und die war am Helm. Es gibt nichts Langweiligeres als 20 Minuten eine Kameraposition auf einem Video zu sehen. Am besten ist es natürlich, wenn man mehrere Kameras im Einsatz hat. Ich habe eine Kamera stets oben am Helm drauf. Das ist die 5er GoPro im Normalfall. Der hat einen eingebauten Bildstabilisator und die stelle ich mir so ein, dass ich das Windschild in meinem Fall von diesem Helm noch ein bisschen im unteren Rand sehe, dass man einen Bezugspunkt hat für das Auge des Betrachters. Das macht einen großen Unterschied, ob man ins Nichts filmt und eine Landschaft sieht oder ob man unter sich ein bisschen Motorrad sieht. Schaut sich das einmal an, probiert das einmal aus. Die 3er GoPro ging als Zweitkamera mit diversen Halterungen an diverse Positionen am Motorrad. Es gibt die Möglichkeit, einen Sturzbügel zu befestigen mit diversen Klemmen. Da gibt es zum Beispiel von GoPro diese Klemme halt. Ne? Die hat da so einen Verlängerungsarm drauf, ist durchaus sinnvoll auf der Straße, beziehungsweise hat durchaus eine Berechtigung auf der Straße. Man kann zum Beispiel die Kamera auf dem Sturzbügel vorne drauf klippen, kann diesen Ginkel dahin drehen, wo man möchte, schiebt dann die GoPro rein. Kann nach vorn filmen, kann auch hinten filmen, man kann es hinten auf der Sozius Fußraster montieren und hat auch diverse Einstellungsmöglichkeiten. Abseits befestigter Wege sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Das wackelt. Und dann hat man so ein super unscharfe bzw. super verwackelte Bilder. Das kann nichts. Das ist nicht schön anzusehen. Das schafft im meisten Fall nicht einmal der Bildstabilisator von der 5er, vielleicht aktuell von der 7er. Habe ich nicht, kann ich mir nicht leisten. Somit kann ich euch das so nicht erzählen. Deshalb habe ich mir geleistet von der Firma iShocks diese Mount. Sau teuer, aber sie wirkt und sie hilft. Die nennt sich Shark und im Endeffekt bin ich genau mit 2 Halterungen unterwegs. Das ist zwar diese, eben diese Shark und dann gibt es noch dieses Werkel. Das hat 2 so Kugelgelenke drauf und da kann man die Kamera in sämtlichen Positionen verändern. Ja. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Kamera nicht oben am Helm montieren möchte, so wie hier, sondern seitlich, kicke ich das Ding ein, schraube die GoPro auf, Moment, da stelle ich die Kamera gerne so ein, dass man in dem Fall jetzt gerade nichts sieht. Ah, jetzt sieht man was. Ja. Da stelle ich die Kamera gern so ein, dass man ein bisschen was vom Helm sieht. So, da, da ist der Helm. Diese Position hat den Vorteil, dass man 20 cm tiefer sitzt und den Helm erkennen kann, wiederum als Bezugspunkt für den Betrachter und dass man aufgrund der Schräge vom Filmen, die Kamera ist natürlich leicht schräg gedreht, man sieht das Armaturenbrett, man sieht bei den Motorrädern die Front, die Scheibe, man sieht vor sich die Straße, also direkt was vor dem Vorderreifen passiert und man sieht aber auch weit weg so 7, 8, 9, 10, je nach eingestellten Blickwinkel. Ich habe Superview eingestellt, also das breiteste und größte, was es gibt bei der Kamera. Und somit kann man mit nur einer Klemme die perfekte Position für die Montage seitlich am Helm finden. So viel dazu. Der nächste Montagepunkt wäre die Kiemmontage. Hat den großen Vorteil, dass man mittig wiederum am Motorrad ist und relativ weit unten nahe am Geschehen. Man kann links und rechts die Hände sehen, man kann das Cockpit vor sich sehen und man ist ziemlich nah an der Straße. Das verleiht dem Video
eine ganz andere Geschwindigkeit. Die Szenen schauen viel schneller aus und viel interessanter, weil in meisten Fällen ja speziell Offroad halt das Motorrad links und rechts sich bewegt und die Straße relativ ruhig bleibt. Jetzt hat man einen ruhigen Helm wegen Stabilisierung vom Helm, also von der Person, vom Menschen und von der Kamera. Und vorne wirkt das Motorrad und wiederum vor dabei die Straße ist wiederum ruhig. Das gibt ganz interessante Sequenzen. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, wenn man hochbohrende Adventure Bikes fährt im Sitzen, sieht man halt nur das Armaturenbrett. Jeder, wer will. Aber am Offroad fährt man sowieso im Stehen und somit ist die ganze Sache dann wieder hinfällig. Der nächste Punkt sind die Befestigungspunkte. Also zum Beispiel eben mit diesem Shark kann ich mir die Kamera, Moment, ich tue es einmal rauf, müsst ihr euch vorstellen, mal die kleine, die hält bombenfest, ja. Also die dreht man hier wie eine Schraubzwinge fest an den gewünschten Punkt. Man kann sie auf dem Motorradspiegel sogar montieren, habe ich schon gemacht. Man könnte sie theoretisch auch auf einer Schwinge montieren, geht sich bei meiner 99er Adventure nicht aus, grundsätzlich aber möglich bei anderen Motorrädern. Dann hat man hier auf der Seite einen Inbusschlüssel, also eine Inbusschraube, weil das ist der Inbusschlüssel logischerweise. Jetzt kann man die ganzen diversen Positionen, ja, einstellen. Jetzt habe ich sie zum Beispiel hier auf dem Sturzbügel, kann nach vorne filmen. Na, Schraube fixiert. Inbusschlüssel runterschmeißen. Schraube fixiert, bombenfest, das hat keine Vibrationen, was natürlich bei diesem Teil schon gegeben ist. Ja, also das Ding kann ich festziehen, da wackelt nichts. Ja. Das hält. Dann kann ich sie auf dem Lenker montieren, wie schon gesagt. Zack, schraube ich fest, kann nach vorne filmen, linke Hand. Mich selbst, rechte Hand und so weiter. Ich könnte sie zum Beispiel hinten auf der Fußraste montieren, Sozius-Fußraste. Meine brauche ich ja selber für mich zum Fahren, ne, zum Aufstehen. Nach vorne, seitlich, nach hinten, wie auch immer. Also es gibt mit dieser Klemme unzählige Befestigungspunkte. Klar ist ein bisschen Arbeit dahinter, jedes Mal den Imbusschlüssel rauszuholen und das Ganze zu lockern und wieder zu befestigen. Allerdings, es hält dann auch bombenfest. Ja? Also das ist eine fixe Verbindung. Man kann das, denke ich, nicht verlieren. Diese Klemme und somit auch nicht die GoPro. Also das ist eine Investition, die sich sicher lohnt. Ich habe das seit 3 Jahren und überhaupt keine Probleme damit. Also ich habe es logischerweise noch nicht verloren, weil sonst hätte ich es ja nicht. Ist eine echt super Sache. Ja? Gut. Für Standaufnahmen kommt dann noch so ein Gorillapod. Den kann man logischerweise irgendwo hinstellen oder man kann ihn auf zerbrechen, kann man wieder zusammendrücken. Man kann ihn auf irgendwelche Äste raufhängen. Ja, also mein Arm ist jetzt ein Ast, nennt sich ja auch Astl in Österreich. Ja, kann man das irgendwo hinmontieren. Und wenn wir schon bei Montagen sind, man darf natürlich auch diese Klebepads nicht außer Acht lassen. Ich kaufe da eigentlich immer nur die Original-GoPro-Produkte von den Klebepads und von den Halterungen. Beziehungsweise von den Halterungen gibt es auch die von iShox, die sind auch sehr gut. Die von iShox und die neuere Version von den GoPro-Dingern, da ist drauf, haben nämlich diesen Ginkgo zum Dazwischenkeilen, dass das Ganze nicht wackelt oder nicht mehr wackelt. Das Problem ist nämlich von diesen ganzen China-Nachbauten. Wir haben da jetzt ein Klebepad von GoPro und diese Halterung selber ist chinesisch.
das wackelt. Da hat man ein Spiel, da bringt man die Vibrationen rein ins Video. Und bei dem Ganzen wackelt das ohne Pad schon nicht. Und wenn man das Pad dann reinklebt, dann wackelt es fix gar nicht. Ja. Gut, so viel dazu. Also immer nur da bitte auf Qualität achten, weil sonst ist das Ganze für den Hugo. Es hilft nichts, wenn ihr super Kameras habt mit super Stabilisatoren, wenn sie dem Ganzen mit so China-Klumpert ein Schnippchen schlagt und das unnötigerweise dort verbaut. Die bei eurem müssen auch noch drinnen sein, wenn ihr euch ein sauteres Motorrad leisten könnt oder sautere Action-Cams. Und für diese Klebepads, Moment, gibt es natürlich auch gewisse Anwendungsbereiche. In dem Fall bei mir am Koffer und logischerweise auch am Helm obendrauf und seitlich. Da lässt es sich nicht vermeiden, beziehungsweise sind das die besten Punkte, weil die Dinge eigentlich immer drauf bleiben. Ich habe die Halterung da am Koffer drauf. Kann da wiederum meine GoPro draufklippen, kann nach hinten filmen, umdrehen, nach vorne filmen und so weiter und so fort. Man könnte natürlich mit diversen Extensions da noch auf die Seite fahren und das Ganze dann nach unten filmen lassen, aber ist eher kontraproduktiv, weil diese ganzen Extensions wieder Schwingungen verstärken. Und es ist auch ganz wichtig, dass bei solchen Sachen, sobald man irgendwie irgendwas distanziert von der Halterung und so weiter und von der Halterung, dass man weg ist, umso eher lohnt es sich, da in so eine Session zu investieren, weil einfach die kleiner ist, weniger Gewicht hat und somit weniger Vibrationen ans Motorrad bringt. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, meine kleine Videosession hat euch gefallen. Wenn dem so war, würde ich mich über ein Abo freuen, einen Daumen hoch und ein positives Kommentar. Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, Anregungen, Beschwerden, einfach runter in die Kommentare. Ich verlinke euch die ganzen Produkte sicherheitshalber noch, dass ihr es leichter findet. Bringen tut es mir nichts, weil Geld kriege ich keins dafür, außer bei diesen Amazon-Affiliate-Links kostet es euch keinen Cent mehr und ich kriege ein paar Cent zurück. Vielleicht schaut dann mal irgendwo ein bisschen was raus, dass ich mir neue GoPro-Geschichten kaufen kann oder iShocks in dem Fall. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Grüß euch.